Also ich hoffe natürlich, dass hier viele Menschen, die sich in der Kulturarbeit engagieren, interessante Kontakte, Begegnungen haben, Anregungen für die Umsetzung von inklusiven Strukturen zu sich nach Hause nehmen. Und von der Konferenz insgesamt erwarte ich auch einen kräftigen Impuls, ein kräftiges Signal nach außen, dass Inklusion in der Kulturarbeit notwendig und machbar ist. Ich freue mich sehr drauf, bin sehr gespannt, wie der Tag so abläuft. Es gibt die unterschiedlichsten Facetten, die heute präsentiert werden. Es ist ein Thema, Inklusion ist ein Begriff, der uns alle angeht. Und es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir uns heute widmen. Und ich bin sehr gespannt, zu welchen auch konkreten Ergebnissen, Vorschlägen, Ideen wir heute kommen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich, heute hier in Bad Sassendorf zu sein, bei der Kulturkonferenz, die sich um das Thema inklusive Kultur dreht. Denn wir haben in Deutschland immer noch mit Sicherheit ein deutlich zu geringes Angebot, vor allem an aktiver Teilnahme an Kulturangeboten. Gerade was wirklich die Ausübung von Kunst und das Zeigen von Kreativität von Menschen mit Behinderung angeht, da haben wir doch noch einen deutlichen Aufholbedarf. Und ich verspreche mir doch von einer Konferenz wie dieser hier heute da deutliche Impulse. Wir haben ja den Inklusionsplan Kultur aufgelegt und diese Kulturkonferenz eine logische Konsequenz darauf, einfach auch mal mit vielen darüber zu sprechen in ganz Westfalen-Lippe. Meine Erwartungshaltung ist einfach, dass das Thema noch mehr in die Köpfe der Menschen reinkommt und bei Kulturtreibenden noch selbstverständlicher wird und wir wollen Bewusstsein einfach dafür schaffen. Was wir bisher erlebt haben, das hat mir schon ziemlich gut gefallen. Der Zirkus, der war wunderbar, das einfach mitzubekommen. Das hat Spaß gemacht und das hat auch allen Spaß gemacht. Insofern glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Und auch die Visionen, die vorgetragen worden sind, fand ich sehr gewinnbringend für alle. Und insofern kann ich sagen, bin ich mit dem Verlauf der Tagung sehr zufrieden. Heute sehr viel dazugelernt, dass es eben auch über die kleinen Dinge wie Begleitung zu Kulturveranstaltungen und so weiter geht. Wie komme ich hin? Wie fühle ich mich angenommen? Was dann wieder mit meinem Thema der Wahrnehmung des Menschen, die sich ja aus drei verschiedenen Wahrnehmungen zusammensetzt. Einmal die durch andere von mir, der Wahrnehmung über die anderen. Wie sehe ich die, wenn die mich beobachten? Und das Dritte ist, was macht sich aus diesen Wahrnehmungen, nämlich meine eigene, wer bin ich eigentlich? Und da ist das Selbstvertrauen. Und wenn wir das in dieser Vielschichtigkeit, so wie es jetzt hier heute auch zutage gekommen ist, versuchen weiter zu betreiben, wir werden nie die Lösung finden, aber wir werden immer neue Lösungsansätze haben und immer neue Wege gehen können. Ganz kurz zusammenzufassen, das war meine erste Kulturkonferenz und ganz bestimmt nicht die letzte. Es war inhaltlich sehr, sehr interessant und vor allen Dingen, glaube ich, ist es auch eine ganz wertvolle Kontaktbörse.